Moin Leute! Herzlich willkommen hier! Ja, ich habe mir gedacht, wir machen ein Projekt für Uwe, ne? NF Marsch LS17. Ich habe sie gefunden noch. Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, sie zu downloaden. Aber ich habe mir gedacht, für Uwe LS17 NF Marsch können wir mal machen, oder? Damit er auch ein bisschen was zu gucken hat. Und nicht immer Matchmap spielen muss. So ist der Plan dahinter. Ne? Wir haben hier so ein paar Sachen schon. Nicht viel. Müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Düngerstreuer. Denn wir müssen unsere Fläche mal düngen. Oh, der ist direkt umgefallen. Ne? Supi. Damit wir... Bevor wir losfahren zum Dreschen... sagen wir schnell... So ein bisschen Dünger drüber schmeißen. Ja, ich wollte eh die NF Marsch noch ein bisschen spielen im LS17. Ihr wisst, hier hat man den Vorteil, man muss die Produktion nicht kaufen. Ja, das finde ich ja schon mal ganz cool und ganz tutti, dass wir jetzt hier keine Produktion mehr kaufen müssen. Ne? Es gibt ein paar Sonderfrüchte. Wir werden uns das hier schickifini machen. Guck mal hier, du kannst alles... direkt bewirtschaften, du brauchst dies nicht. Wir müssen natürlich erstmal ins Holz einsteigen, so ein bisschen Forst machen. Ich weiß nicht, ob man die kaufen muss oder ob das so geht. Ich weiß das alle gar nicht mehr so genau, aber wir haben halt drei Felder. Die sind, glaube ich, alle erntereif, ne? Aber die sollten wir vorher nochmal düngen. Siehst du, sind erntereif, muss gepflügt werden. Keine Düngung drauf. Naja, mit drei Düngestufen wird es nicht mehr viel. Oder wir stellen das mal um, ne? Jetzt am Anfang eine Düngestufe. Wir haben aber Flügen an, ne? So, wir können natürlich jetzt... Das brauchen wir nicht. Stop and go auch raus. Aus, aus, aus. Aus, aus. Pflanzen sterben. Aus. Yeah. Normal. Pflanzen sterben aus. Flügen notwendig an. Dann machen wir aber eine Düngestufe. Bei Flügen notwendig an. So bin ich damit konform. Wir müssen ja auch irgendwie was schaffen. Aber wir müssen jetzt... Was ist das denn? Ist das nicht zum Anhängen? Okay. Ich dachte immer... Der Rostelmesh. Ah, der klingt so. Hat einen Schneidweg mit gezogenen Dingen dahinter. Ist das nicht mehr? Nee. Okay. Den brauchen wir aber noch nicht. Weil wir anders starten. Wir fahren ja erstmal mit einem Düngerstreuer drüber. Dafür nehmen wir den Deutz. Wir haben Fruchtzerstörung an, ne? Dann müssen wir eben zum Händler. Wir müssen... Wenn das Ding da mal weggehen würde... Pflegebereifung drauf machen, ne? Uwe, was hast du? Hast du da Bock drauf oder hast du da nicht Bock drauf? Ich würde das nämlich... Klar wird es ein bisschen, ja, zäh. Aber ich würde dir das als 8 Uhr Projekt für die Matchmap mit reinmachen. Damit du... Sag mal. Nicht immer so viel Matchmap spielen musst. Nein, ist ein Scherz. Konfigurieren. Kannst du Standard? Jetzt haben wir keinen Schlepper mit Pflegebereifung oder was? Ich muss irgendwie sparen können, ne? Oh, ich glaube, wir müssen hier eh gleich nochmal hin. Wir müssen jetzt erstmal. Jetzt mal die Flächen tun. Oh, mit dem Deutz! LS17 Deutz.
Ja, es wird natürlich Cosplay-lastig, ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wir werden Cosplay meist nur zum Fahren benutzen. Weil CP abfahren, das habe ich nie so richtig verstanden. Ich bin mal ganz ehrlich. Hier können wir Flüssigdinger herstellen. Also irgendwie brauchst du aber auch vorne mein Gewicht weg. Sonst macht das keinen Spaß. Natürlich fahren wir uns jetzt gleich was kaputt, aber wenn ich da gar nichts drauf dünge, dann brauche ich da nicht mal einen Dreschkasten drüber fahren. Ist ja logisch, ne? Guck mal, die Factory-Dinger, die brauchen aber ewig, bis sie durch sind, wa? Hier ist natürlich leer. Abflug zum Händler. Wie gesagt, ich habe mich da so ein bisschen für entschieden. Ich habe auch immer mit mir gehadert und so. Und ja, ich wollte ja, wie gesagt, noch eigentlich so ein kleines Projekt mit reinnehmen. Dies ist kein kleines Projekt, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Das ist auch wieder so ein Projekt, weißt du, was sehr zeitintensiv ist. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Ich habe sie im 17er nicht gespielt. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich auch meinen Rechner gar nicht gepackt, ne? Mein Rechner hätte die nicht gepackt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, hier hin. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ah, du bist stufenlos. CVT oder wie nennt man diese Getriebe, ne? Ich bin doch kein Profi drüber. Ich bin doch ganz ehrlich. Da bin ich kein Profi drin. Wie gesagt, wir besitzen drei Felder. Ah, da gehen nur 2000 rein. Okay. Wir müssen uns hier hocharbeiten. Mit Hakengas und so, weißt du? Aber halt auch CP. Wir düngen jetzt mal das kleine Feld hinterm Hof. Ich habe keinen Autoloader, ne? Endlich brauche ich einen Autoloader. Wir fahren es mit Ballenwagen. Mit Ladewagen. Ladewagen haben wir, glaube ich. Ne? Wie gesagt, der muss jetzt erst dünn gehen. Das muss CP machen. Oh, nee. Ich muss das umlegen. Ich vergesse das immer. Ohne Game Extension. Da kommt nix. Abflug. Damit der in Stüssel kommt. Wir haben Ladewagen, ne? Ich meine, wir haben Ladewagen. Das ist dünn und sein, ne? Welches Feld ist das denn, ey? Ich bin echt Mann. Du bist Feld 20, okay. Aktuelle Startposition, Vorgewende. Nochmal einmal. Regenerieren, okay. Speichern. Feld 20, ne? Düngen. 24M. Okay, wir gehen hier hin. SUV-Punkt, Abfahrer einstellen. Wir haben doch keine Flugzerstörung, oder? Oh, gut, gut, gut. Das muss sein, damit wir Ertrag kriegen. Ja. Müssen wir uns nichts vormachen, sonst kriegen wir keinen Ertrag. So, ja, direkt Funzelang. Ich kenne diese Version gar nicht so genau, ne? Ich bin mal ganz ehrlich. Dich brauchen wir nicht. Ich brauche so ein Ding nicht. Oh.
ist hier gar nicht vorn. Wir brauchen kein Auto, es wird verklappert. Nichts Unnötiges behalten, wir brauchen Geld. Wir müssen eine Krone kaufen, eigentlich, um Mähwerk und all dies, ne? Damit wir durch Silage erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wäre schon ganz cool, ne? Deswegen, das Auto kommt direkt weg. Weil irgendwie müssen wir an Geld kommen. Weil was willst du behalten, was dir nichts nützt? Da. Er. Verkaufen. Okay, danke. Dich haben wir hier. Der weiß, was der macht, oder? Wir werden die Marsch jetzt so nach und nach alles erkunden, ne? Nicht alles so, alles auf einmal, das geht nicht. Wie gesagt, wir können hier uns auslassen, ne? Da ist ja wohl, sind uns keine Grenzen gesetzt, dass wir das hier hinkriegen. Und wie gesagt, wir müssen auch ins Holz, ne? Natürlich, wir müssen die Palettenproduktion und das alles an Schlüssel bringen. Alter, nein, ey. Das wird noch ein Drama. Ich können wir da gleich rüberfahren. So, dann nochmal einen Wagen hinter. Damit wieder dran kommen. Ah, okay. So, dann stellen wir den da schon mal hin, ne? So an die Seite, dass wir anfangen können zu ehren. So, guck mal, das läuft aber schon langsam an. Strohablage an. Strohablage ist an. Okay. Das läuft auch noch hier. Ach, ich muss hier drücken, ne? So, was haben wir denn überhaupt in der Garage? Garage. Wir haben der Flugsägemaschine. Das war's, mehr besitzen wir nicht. Schickram, alles MR, ne? Oh, ich habe MR drinnen gelassen, obwohl ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, lass mal drinnen. Wir brauchen Ballentechnik. So, ...58.000. Aber die geht dann ja wieder nicht mit dem hier, ne? Das Stroh würde ich schon gerne behalten. Also ich bin ganz ehrlich, ne? 145. Wir brauchen das Stroh. Ich würde aber vorschlagen... Der hat das mit dem Messer, ne? Aber das wäre wahrscheinlich für den Anfang, bis wir irgendwas hinkriegen, eigentlich ganz gut. Das kann ja direkt zum Strohheizkraftwerk später hingefahren werden und so. Und ja, wir müssen dann echt bald Kredit aufnehmen. Bist du da hinten fertig mit dem Düngen? Gut. Abfahrer entlassen. X. Mach mal an den Hobel. Du fährst nämlich jetzt direkt auf die nächste Ecke. Gräben, Svenny, Gräben!
Da hast du doch extra darauf geguckt, dass die mit Gräben ist. So schick, oder? So, rüber. Dann läuft die lang. Das ist dann Feld. Du bist Feld 2. Alles klar. Wir gehen hier hin. Feld 2. Einmal Vorgewende. Okay. Regenerierung. Okay. Wir speichern. Feld 2. Düngen. 24M. Alles klar, nun ist der Wegpunkt, gibt Schubrakete. Das läuft. So, liebe Leute, ich sage aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Kommentare, Feedback, alles gern gesehen. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, ihr wollt nichts mehr verpassen. Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.